Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge auf der Karte auf dem Marsch. Wir werden jetzt mit Pressen beginnen. Das heißt, Fahrzeug 1 werden wir dann starten. Und zwar ersten Drehpunkt einstellen. Springen wir raus. Hier das gleiche nochmal. Einstellen. Na, den Baum sollst du nicht nehmen. Ja, Bäume sind keine Freunde vom Cosplay. Hoffen wir mal, dass wir Glück haben, dass wir uns nicht hier über den Haufen gefahren werden. Oder das sieht nicht gar nicht so gut aus. Aber wir können ja eingreifen zur Not, ne? Kurz stoppen. Aber sieht gut aus, wir kommen vorbei. Jetzt können wir zeitnah unsere Ballen pressen. So. Die anderen haben gut gemäht bis jetzt. Mal gucken, wie der andere fährt. Das Speichern und Keks, aber ohne Speichern geht's nicht. Wenn ich speichern würde, dann wäre das, ob er wirklich die Bahn nimmt, die ich mir so vorstelle, weil anscheinend ist man so, dass ich mich versetzen muss. Das ist natürlich hier total daneben. Den nochmal auf den Ding zufahren und dann mal stoppen. Wir müssen mal die Bahn versetzen. Weiß nicht warum, aber ist halt so, ne? Das heißt, hier müssen wir ganz kurz den Jungen verschieben in der Bahn. Frag mich nicht warum. Seitlich. Dazu werden wir kurz fahren lassen. Und jetzt geht's schief. Wir müssen den ersten zuerst fahren, nutzt ja all nix. Geht's mir Gras. So. Wir müssen mal schauen. Weil ich weiß, ist das so. 3 Meter. Das passt. Gut. Den lassen. Und den auch gleich nehmen. Nehmen wir auch die Bahn. Also ich weiß nicht, warum er es jetzt versetzt macht. Das macht er schon immer zu schon so. Man muss es halt manuell einstellen. Ne? Anders weiß ich sozusagen keinen Rat dafür. Dass der Prinzip jetzt einen anderen Kurs nimmt wie der andere eigentlich. Also ist mir eigentlich ein bisschen schleierhaft. Aber ist halt so, ne? Wir wollen oben anfangen, wir wollen keinen Meter verschenken. Wir haben eh schon was verschenkt und mit dem Gras reingefahren sind. Hm. So, jetzt schauen wir mal nach. Oh, am Ende. Das ist nicht gut. Wenn die Maus außerhalb des Bildschirms ist, ist es schlecht. Das finde ich die Maus ja nicht. Wo ist das Ding? Wo ist die Maus? Da ist sie.
War nämlich das nämlich. Weiß nicht warum, aber irgendwie. Wie geht das darüber? 3 Meter hat er angehabt. Schau mal. Der will da hin, dann muss man da rumschieben, ne? Dann muss der nach links. Warum weiß ich auch nicht, aber man muss halt probieren, ne? Testen, wie es funktioniert. So klappt das. Das hat er gleich Heu genommen, ne? Das ist aber LS-bedingt, wenn sobald Heu dabei ist, dann nimmt er auch Heu. Dann wird der Rest auch Heu, ne? Das ist eigentlich wie Cheaten. Wenn man viel Heu haben will, muss man nur entsprechend nur ein bisschen Heu nehmen und den Rest Gras, dann hat man Heu. So. Und der hat auch Heu. Ist aber an sich kein Problem. Weil Heu können wir auch gut verwerten für die Tiere. Nur wenn es jetzt komplett. Wenn es nur komplett alles Heu wäre, wäre es schlecht, ne? Weil dann, wir wollen ja Geld verdienen. Also wir müssen Geld verdienen für unsere nächsten Produktionen. Brauerei und ja, für Brauerei habe ich jetzt das ganze Schose gemacht, Bier, Getreide und so, Hopfen. Und eins war noch. Ach, die Schlachterei. Die Schlachterei brauchen wir nächstes Jahr schon Sommer. Die Brauerei können wir schon Winter machen. Also Winter werden wir viel Holz machen müssen, um die Brauerei zu verdienen, das Geld. Da brauchen wir ungefähr. Brauerei. Diedel wäre auch nicht schlecht, aber wie gesagt, Diedel ist immer zweitrangig. Die Mengen, die wir brauchen, bin ich da nicht so. Eine Schweinefutter wäre auch nicht schlecht, aber die Mengen Schweinefutter, die wir zurzeit brauchen, ist hier Zellstofffabrik. Müssten wir auch noch haben. Schweinefutter, Zementwerk, Schlachter, den Schlachter kostet alleine ja, 700.000. Saatgut wäre auch nicht schlecht. Aber gut, eine andere Chemalzfabrik müssen wir auch noch für nehmen. Das wären dann rund 400.000. Das wäre eigentlich bezahlbar. Käserei, Holzstamm, Holzstamm machen wir nicht. Mich da auch nicht, Eidhaufen auch nicht, erstmal nicht, also immer einer am anderen. Brauerei kostet auch rund 900.000 oder so, und 850 genau. Müssen wir halt mal haben, ne? So, das klappt, der andere war fertig. Lassen, zusammenklappen. Dann fahren wir den mal erstmal zur BGH. Hier wächst das nächste Gras. Aber ob das dieses Jahr noch reif wird? Eigentlich ja. Also Gras ist ja normalerweise, wächst ja recht schnell, und wenn es entsprechend Wasser kriegt, wie jetzt Regen kommt, ist das für den wie ein Zeichen der Explosion. Jetzt wird nochmal recht kräftig gewachsen. Natürlich im Herbst weniger als im Frühjahr, aber Gras wächst eigentlich immer ganz gut. Wir haben Dünger gegeben und dadurch wird es auch gut wachsen. Denn wir müssen das ja ausgleichen, was wir im Prinzip entfernen, also das ganze Grünzeug. Das ist ja im Prinzip, das ist ja Biomasse, und die Biomasse enthält ja Nährstoffe.
Und das muss entfernt werden, wieder ergänzt werden durch Dünger. Man kann natürlich auch Mist geben oder Gülle, ne? Also das geht auch. Den stellen wir hier mal rein wieder in die Halle. Den werden wir hier auch öfters brauchen. Spätestens da oben vor der Halle stellen wir es hin, ne? So. Jetzt gehen wir unseren Ballensammelwagen. LKW. Die werden wir noch zum Hof fahren. Zur Mischfabrik. Und dann werden wir gleich die Ballen sammeln. Und die werden wir eine Ladung zum Hof bringen. Oder zwei. Für die Ladeposition. Für Mischfutter. Und wenn wir die Wiesen erledigt haben, dann kommt nachher die links dran hier die Maissektion. Wir müssen nur das Gras erledigen, weil wir wahrscheinlich, so sehe ich das, nochmal Gras ernten können. Ne? Wäre eine Überlegung wert, also es könnte durchaus nochmal sein. Ne? Ich will natürlich so viel Vollen produzieren, dass ich natürlich bis nächste Woche fertig habe. Also im Prinzip ist bis Sonntag. Das heißt für mich 12 Vollen heute. Insgesamt. Dann kann ich in aller Ruhe morgen noch ein paar Vollen machen von Thüringen und den Rest in der Woche Thüringen. Damit die bis zum Freitag bearbeitet sind und hochgeladen sind. Um wieder den alten Rhythmus reinzukriegen. Darum geht es ja. Den alten Rhythmus, das Ding ist voll. Mit Mischfutter. Okay. Ja, müssen wir eben mal sehen, dass wir mal Schwung verkaufen. Wir fahren dann mal zum Feld und sammeln ein bisschen. Ein paar Ballen einsammeln, bevor das Probleme geben könnte. Hoffe natürlich nicht. Scheint alles zu arbeiten. Nix rot, kein Blocking, nix. Das ist gut. Ein bisschen Arbeit haben wir noch. Wir müssen noch ein bisschen Hopfen ernten und Mais. Also uns wird ja, Silo ist voll. Wir haben keinen Platz. Silo kaufen, was kostet so ein Silo? So, was kostet so ein Silo? Das Verkehr ist da. Wir brauchen die Ergänzung. Die Silo-Erweiterung, und zwar Multifrucht. Können wir uns auch leisten. Wir müssen nur beeiern. So. Wenn der Silo rot wird, dann haben wir kein Geld mehr. Wir müssen auch in der Nähe bauen, sonst hat es keinen Zweck, sonst geht's nicht. So, ist ja schon mal da. Müsste so funktionieren. Oder da. Ich bin mal gespannt, ob es hilft. Wenn nicht, am Pech. Ja, die Auffahrten sind ein bisschen zu steil oder zu wenig. Hätte man früher die Höhe ziehen müssen. So, liebe Show, das soll es für heute gewesen sein. Ich danke fürs Reinschauen.
Dann verabschiede ich mich für heute. Dann sagen wir Tschüss und schönen Dank fürs Reinschauen. Ciao, tschüss.